Nur zwei Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuführen. Ich kenn dich doch gar nicht. Ich seh dich doch jetzt zum ersten Mal erst. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Den muss ich jetzt erschießen. Ich sag dir runter auf den Boden! Okay. Denk daran. Du alles, was das Einzige, was ich über dich weiß, ist, dass du offensichtlich einer von den echten Russen bist. Den haben wir doch noch nie getroffen, den Dima. Den kennen wir doch nur vom Hörensagen. Na gut. So, ich denke, das Ganze geht jetzt schon langsam ins Finale. Schauen wir mal. Bis jetzt war es ja eigentlich recht abwechslungsreich. Gibt's gar nichts zum Sagen, so habe ich es auch in Erinnerung. Man macht einfach Laune daran rumzuzocken. Ich spiele das halt, wie gesagt, nicht am schwierigsten Grad. Ich möchte damit eher meinen Spaß haben, als mich da Haare raufend irgendwo durchschlagen zu müssen. Wenn Sie uns sonst nichts von Interesse zu erzählen haben, ist dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gebe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Aber war das jetzt der... Das war der Cole, den ich da erschossen habe. Ja, der hätte mir von Anfang an sagen sollen, was ein USVB ist. Oder USBV. Keine Ahnung. USVB, glaube ich, was. Wer kommt jetzt ins Spiel? Montes. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Montes. Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht! Er ist ein Mörder! Sie haben das Video doch gesehen! Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Himmel, Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch! Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren! Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nahe am Feuer, aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Solomon benutzt die Bilder. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben schon eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist noch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden. Am 14. dieses Monats. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solomon wird zuschlagen. Der Fahrplan, den wir gefunden haben. Aha. Welche Uhrzeit stand da? 6:02. Warum? Du mir. Oh ja. Okay. Dann tu, was ich tue. Ah, jetzt kommt ein... Ja, du. Bam, genau. Ui. Junge, ich helf dir. So, hier. Der Gnaden? Nein, also nur Handschellen. Er hat eine Knarre. Ich hab Handschellen, oder?
springen wir aus dem Fenster. Okay. Kacke! Komm schon, komm schon! Der Zug kommt! So, na, lauf doch. Schlechter da wieder durch die Gegend. Bring auf den scheiß Zug, bleib. Jawohl. Du hast nur eine Chance. Los. Das war das, was wir da am Anfang gezockt haben. Da ist der Zug. Und Sprung. So, das kennen wir jetzt schon vom Anfang an. Jetzt wissen wir also, wieso er da in dem Zug ist. Alles klar. Waffe aufheben und gleich mal durchheizen. Dann war da auch irgendwo, war doch da einer. War dazwischen. Na, gehen wir dann da unten durch. So. Erledigt. Ja, genau, hier die Pumpe. Nimm sie. Ja, da müsste jetzt der Typ kommen, ne? Junge, da steht ein Schild. Don't lean out on door. Don't lean. Du sollst dich nicht gegen die Türe lehnen. Wurscht. Ab die Post. So. Jetzt müssen wir da wieder außen rum. Jawohl. Sprung. Schießt er da jetzt wieder auf mich? Na, müsste eigentlich. Jawohl. Ab mit uns nach oben. So, da sind irgendwelche Typen gekommen und irgendwas in die Luft geflogen. Das ist immer wieder cool zum Anschauen. So, ich glaube, da kann ich schon wieder aufstehen. Na, umfallen. So, da. Auch du, mein Freund. So, da. Na klar, da sind wieder diese Dinger. Habe ich doch recht gehabt. Das sind Gastanks. Na, dann schießen wir da mal besser nicht rein.